Samstagmorgen, der 5. Dezember. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem kleinen Go for Peace Impuls. Es ist ja eine Zeit vor Weihnachten immer, wo ganz viel Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit irgendwie so da ist, im Miteinander umgehen und im Füreinander Dasein. Und ich bekam eine wunderschöne Zeitungskolumne zugespielt von einer Frau hier aus der Stadt. Und da war drin beschrieben, wie ein kleines Kind aus den Ferien zurückgekommen war und auf einmal fehlte der Plüschhund. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn für ein kleines Kind der Teddybär oder der Plüschhund fehlt, das ist die Katastrophe schlechthin. Und die Eltern haben gesucht und gesucht und fanden ihn nicht. Und dann haben sie wohl in dem Haus angerufen, wo sie waren, und dann haben die den Plüschhund gefunden. Und dann haben die Besitzer dieses Hauses mit dem kleinen Hund noch ganz viele Fotos gemacht. Am Tisch, im Bett, an so einem kleinen Swimmingpool draußen. Und sie haben diese Bilder ausgedruckt und dem kleinen Kind 2 Jahre alt zugeschickt. Das muss sich total gefreut haben. Und ich glaube, diese Augenblicke, die machen das Leben irgendwie so lebenswert. Also einfach schön Mensch zu sein, auch wenn wir den anderen gar nicht genau kennen. Und dazu lädt uns Jesus ein, aufgeschrieben im Matthäus-Evangelium im 10. Kapitel. Und da heißt es im Vers Nummer 8, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr auch geben. Ich glaube, das ist der Clou, nicht immer irgendetwas geben, damit ich etwas zurückbekomme, sondern dieses gratis, aus Gnade, umsonst dem anderen einfach etwas schenken. So waren wir gestern zu zweit hier in unserer Stadt unterwegs, noch an ganz vielen Schulen und haben einfach den Lehrerkollegien so einen schönen Nikolaus geschenkt. Ihr kennt diesen Nikolaus, es ist der echte Nikolaus, der vom Bonifatiuswerk rausgegeben wird. Und wir waren damit also an vielen Schultüren, an vielen Sekretariaten und zum Ende hin an unserer Gesamtschule haben wir noch einen Kaffee geschenkt bekommen. Ich merke, dieser Nikolaus, der jetzt bald auf ganz vielen Plätzen sein wird, der hat die Leute richtig glücklich gemacht und die haben uns angestrahlt, weil sie einfach etwas geschenkt bekommen haben, nur so, einfach nur so. Und das ist das Motto jetzt auch für diesen heutigen Tag, dieses umsonst habt ihr empfangen und umsonst sollt ihr geben. Also leben wir heute das einfach nur so, just like that. Ich wünsche euch einen guten einfach nur so Tag.